Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 23. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit, Arbeit, Solidarität, Menschlichkeit. Redezeit 10 Minuten. Ich darf das Wort erteilen der Kollegin Gnadl. Bitte schön, Frau Gnadl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unsere Gesellschaft verändert sich, und deswegen muss sich auch unser Sozialstaat weiterentwickeln. Welche Antworten geben wir auf Digitalisierung? Welche Antworten geben wir auf die Veränderungen des Arbeitsmarktes und auch auf die Unsicherheiten in der Erwerbsgesellschaft? Die Menschen erwarten zu Recht eine Antwort darauf. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD gibt eine Antwort darauf. Unter dem Titel Arbeit, Solidarität, Menschlichkeit, ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit legen wir ein Konzept vor. Unsere Ziele sind die Chancen und Schutz in der neuen Arbeitswelt, die Absicherung von Kindern und die Teilhabemöglichkeiten, Garantien für Kinder, mehr Sicherheit und Respekt durch ein Bürgergeld oder das von Arbeitsminister Heil vorgelegte Konzept für eine Respektrente, die die Lebensleistung von Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, aber nur wenig verdient haben, besser anerkennt. Das sind zentrale Säulen unseres Sozialstaatskonzeptes. Dem liegt auch eine klare Philosophie zugrunde, die sich von jenen Sozialstaatsreformen auch Anfang des neuen Jahrtausends unterscheidet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen einen Sozialstaat, der sich kümmert, in einer solidarischen Gesellschaft, in der eben niemand alleine gelassen wird, auch wenn er oder sie von den Risiken im Leben getroffen ist. Wir wollen einen Sozialstaat, der wieder als Partner wahrgenommen wird und der das Leben der Menschen leichter macht. Wir wollen einen Sozialstaat, der die Lebensleistung anerkennt und das Erarbeitete von Menschen auch dann absichert, wenn sie es bedürfen. Wir wollen einen Sozialstaat, der gute und sichere Arbeit als Schlüssel zur persönlichen Entfaltung und zur gesellschaftlichen Teilhabe in den Mittelpunkt stellt. Und wir wollen einen Sozialstaat, der Armut nachhaltig entgegentritt und der neue Chancen und Perspektiven für die Menschen in einer sich veränderten Arbeitswelt schafft. Und einiges davon haben wir auch schon angepackt und erreicht mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, mit der Verlängerung des Arbeitslosengeld I-Bezuges oder auch mit der abschlagsfreien Rente mit 63 für langjährige Versicherte. Und dort, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo es notwendig ist, legen wir jetzt nach. Wir denken den modernen Sozialstaat weiter. Und die Reaktion der hessischen CDU darauf, die ist einfach ziemlich plump. Ministerpräsident Bouffier hat gesagt, die SPD plant die Beerdigung der sozialen Marktwirtschaft. Sein Generalsekretär spricht von einer Wünsch-dir-was-Politik, die das Leistungsprinzip völlig außer Kraft setzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nun nicht nur völlig unterkomplex, sondern das ist auch aus mehreren Gründen schlicht und ergreifend falsch. Es ist erstens zynisch. Es ist zynisch gegenüber den Menschen, denen unser Konzept neue Chancen und neue Perspektiven und zusätzliche Sicherheit bietet. Es ist zweitens heißt es für uns, dass wir ein Leistungsprinzip in einer modernen Arbeitsgesellschaft brauchen, dass eben Menschen, die sich auch besonders stark engagiert und eingebracht haben, die mit Weiterbildung vor Arbeitslosigkeit auch entsprechend geschützt werden müssen oder die jahrzehntelang gearbeitet haben und dafür niedrige Löhne bekommen haben, dass die auch von einem stabilen sozialen Netz erwarten dürfen. Und drittens, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Kritik auch der CDU völlig zeitvergessen, wenn man bedenkt, dass doch vor allen Dingen auch Roland Koch und die hessische CDU
alles dafür getan haben, der sozialen Marktwirtschaft ihre soziale Wurzel zu kappen und im Bereich des hessischen Sozialbudgets damals einen Kahlschlag hier in Hessen verabreicht haben und damit eben wirklich zu einer Verwüstung auch beigetragen haben, was die soziale Landschaft hier in Hessen angeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Während Sie über rote Socken reden, machen wir uns daran, die Zukunftsfragen des Sozialstaates zu lösen. Ich will auf die Kernpunkte unseres Konzeptes eingehen. Erstens. Chancen und Schutz in einer veränderten Arbeitswelt. Seit Jahren steigt der Anteil der Selbstständigen im Dienstleistungsbereich. Und gerade dort haben wir eine große Lohnspreizung zu beobachten. Selbstständig war früher einmal eben auch ein Synonym für Topverdiener. Das ist es aber schon lange nicht mehr. Gerade im Niedriglohnbereich gibt es viele Solo-Selbstständige im Dienstleistungsbereich. Denken wir z.B. an die prekär Beschäftigten in der Paketzustellung. Wir haben in einigen Sektoren erschreckend niedrige Tarifbindungen. Und wir haben den Bereich der Digitalisierung, die eben auch die Arbeitswelt massiv verändert und sich immer schneller die Berufsbilder verändern. Und das führt dazu, dass es eben auch neue Qualifikationsanforderungen gibt und dass sich auch die Grenze zwischen Freizeit und Arbeitszeit verwischt. Und genau auf diese Problematiken geben wir mit unserem Konzept die Antworten der heutigen Zeit. Etwa durch die Anhebung des Mindestlohns auf 12 €, die Stärkung der Tarifbindung und der Mitbestimmung, die Einbeziehung von Selbstständigen in die Alterssicherung, die Stärkung der Weiterbildung. Eine konsequente Weiterbildung sorgt dafür, dass Menschen in einer Arbeitswelt in neuen Qualifikationsanforderungen eben nicht den Anschluss verlieren, dass sie Arbeitsplatzsicherheit bekommen und neue Aufstiegschancen. Wir haben allein in Hessen über 300.000 Beschäftigte ohne berufsqualifizierten Abschluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Knapp ein Viertel der jungen Menschen, der 25- bis 35-Jährigen, ist in Hessen ohne Berufsausbildung. Und das sind doch die, die besonders hoch von Arbeitslosigkeit, Herr Boddenberg, die besonders hoch von Arbeitslosigkeit am Ende betroffen sind und von geringen Löhnen und später auch von kleinen Renten. Und die brauchen eine zweite oder auch eine dritte Chance, damit sie eben den Aufstieg in gute und sichere Beschäftigung schaffen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir ein Recht auf Weiterbildung durchsetzen und gesetzlich verankern. Wir wollen dafür sorgen, dass Flexibilität als Flexibilität für Beschäftigte und Arbeitgeber auch am Ende empfunden wird. Mehr Autonomie über Lebens- und Arbeitszeit, mehr Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf, das ist doch kein sozialistisches Teufelszeug. Das ist der Ausfluss einer modernen Familienpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und diesen Weg gehen wir konsequent mit dem Ausbau der Brückenteilzeit oder der Familienarbeitszeit samt Familiengeld und dem Recht auf ein mobiles Arbeiten bei gleichzeitigem Schutz vor Entgrenzung der Arbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch einen weiteren Punkt unseres Konzepts in den Vordergrund stellen, die Absicherung der Kinder. Wie kann man Kinder sozial anders und besser absichern, ihnen gesellschaftliche Teilhabe garantieren und ihren Bildungszugang verbessern? Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir bedenken, dass bisher rund 155.000 Minderjährige in Hessen momentan in Hartz IV leben
und das ist jedes siebte Kind in unserem Bundesland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau hier ansetzen und die Teilhabemöglichkeiten für Kinder, die aus Familien mit geringen Einkommensverhältnissen kommen, dass wir die stärken. Das tun wir mit dem Starke Familiengesetz von Familienministerin Giffey. Und wir wollen noch weitergehen, denn wir sind der Auffassung, dass Kinder raus müssen aus dem SGB-II-System, in dem sie sich momentan befinden, weil eben das SGB-II eben nicht kinderadäquat ist. Wir wollen, dass Armut sich in Deutschland nicht weiter vererbt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und drittens wollen wir mit dem Bürgergeld eine neue Grundsicherung schaffen. Statt Arbeitslosigkeit zu versichern, müssen wir Arbeit absichern. Und deswegen kann ich es nur wiederholen. Eine neue Zeit braucht eben auch einen neuen Sozialstaat. Wir wollen die Dauer des Arbeitslosengeld I-Bezuges leistungsgerechter ausgestalten, als das bisher der Fall ist. Wer lange eingezahlt hat, der soll auch länger profitieren können. Und insbesondere eben auch das, was die Menschen sich vorher erarbeitet und angespart haben, das muss man auch am Ende besser schützen. Wir wollen mit dem Bürgergeld. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich erinnere an die Redezeit. Ja, vielen Dank. Ich komme zum Schluss. Wir wollen mit dem Bürgergeld eine neue Grundsicherung schaffen. Und genau so, wie wir es eben in der Arbeitslosenversicherung die Veränderung herbeiführen wollen und beim Bürgergeld, genauso wollen wir es auch bei der Respektrente, die Arbeitsminister Heil vorgelegt hat. Und wenn Sie fragen, wie man das Ganze finanziert, dann kann ich Ihnen nur von Seiten der CDU zurufen, dass Sie wollen im gleichen Atemzug den Solidaritätszuschlag für die arbeitende Mitte, nicht nur für die arbeitende Mitte, sondern eben auch für die obersten 10% streichen. Das ist ein Kostenpunkt von 11 Milliarden €. Ich finde, Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, eben nicht mehr zum Amt zu schicken, das kostet weniger als die Hälfte Ihres Vorschlags. Man kann Politik für Millionäre machen. Wir machen Politik für Millionen Menschen in Deutschland. Danke schön. Als nächste Rednerin spricht die Kollegin Claudia Ravensburg, CDU, 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit. Ich finde, ein wahrhaft pathetischer Titel für das angekündigte Maßnahmenpaket, das die SPD aus den Umfragentiefs holen soll. Ist es denn der erhoffte Befreiungsschlag, Herr Schäfer-Gümbel? Die Antwort die steht noch aus. Denn es ist die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger Ihnen das, was Sie versprechen, auch abnehmen. Viele der Punkte die sind gar nicht neu, sondern sie sind aus gutem Grund im Koalitionsvertrag verankert, wie z. B. die Bedeutung der beruflichen Bildung, die Brückenteilzeit, die Frau Gnadl erwähnt hat, die Reform der Grundsicherung oder aber auch die Grundrente. Doch Sie gehen weit über das Vereinbarte hinaus. Ihnen geht es offenbar nicht mehr um die Große Koalition in Berlin. Ihnen geht es offenbar im Jahr der wichtigen Wahlen um Profilierung einer starken linken Kraft. Das ist legitim. Doch dann müssen Sie den Bürgerinnen und Bürgern auch ehrlich sagen, wie Sie diese Vorschläge umsetzen wollen. Und ich sage das trotzdem noch einmal, auch wenn Frau Gnadl schon darüber gesprochen hat. Sie müssen die Antwort jedem auch sagen, wie Sie sie finanzieren wollen. Denn Ihre Vorschläge konterkarieren das Leistungsprinzip. Denn
Arbeit die muss sich auch im Vergleich zu anderen lohnen. Ihre Vorschläge die führen nämlich zu Ungerechtigkeit. Sie gefährden die Leistungskraft unseres Landes. Und ich will da auch im Einzelnen darauf eingehen, warum ich das so sage. Denn das betrifft nicht nur Ihre Forderung nach einer Verlängerung des Bezugs von Arbeitslosengeld I, was nicht nur die Arbeitslosenversicherung verteuern wird, sondern auch die Abkehr vom aktivierenden Arbeitsmarkt darstellen wird. Das betrifft auch Ihre Forderung nach einem Mindestlohn von 12 €, wo man schon das Gefühl hat, dass die SPD jetzt ansetzen will, die LINKE noch links zu überholen. Ob Sie das aber vor den nächsten Wahlen schaffen, das bezweifle ich stark. Denn ein Mindestlohn von 12 € ist auch im europäischen Vergleich extrem hoch. Schauen Sie sich doch die Übersicht vom Hans-Böckler-Institut von Ihrem eigenen Institut mal an. Dass der Mindestlohn, es ist nur noch Frankreich oben, und Sie sehen ja die Wirtschaftskraft von Frankreich. Ein so hoher Mindestlohn passt nämlich nicht in das Tarifgefüge. Ja, es hebelt sogar die Kompetenzen der Tarifpartner aus. Es erschädigt unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und, meine Damen und Herren, es wird nur dazu führen, dass Unternehmen ihre Arbeitsplätze in diesem Bereich ins Ausland verlegen werden. Und nicht zuletzt Ihr Vorschlag zu einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Meine Damen und Herren, mir geht es hier nicht um die Ablehnung einer Grundrente. Ich finde es völlig richtig, dass jemand, der über 35 Jahre hart gearbeitet hat, auch im Alter einen Anspruch darauf haben sollte, von dieser Rente leben zu können. Die CDU steht zur Anerkennung der Lebensleistung. Das ist doch unzweifelhaft, und das wurde auch im Koalitionsvertrag verankert. Aber uns geht es hier auch um Gerechtigkeit. Ich sage, eine Grundrente ohne eine Bedürftigkeitsprüfung, die ist ungerecht. Denn ist es denn gerecht, wenn die viel zitierte Friseurin, die über 35 Jahre in Vollzeit hart gearbeitet hat, und dann genau die gleiche Rente bekommt wie eine gut verdienende Teilzeitkraft, die nur nebenbei gearbeitet hat? Ist es gerecht, dass die Steuerzahler die Grundrente auch für die finanzieren müssen, die z.B. aus anderen Einkunftsarten, z.B. Kapitalvermögen oder Mieteinkünften, genug Geld für ihren Lebensunterhalt verdienen? Nach meinem Empfinden ist das nicht gerecht. Und da hilft auch die von Ihnen viel zitierte Umfrage wenig. Eine hohe Zustimmung zur bedingungslosen Grundrente für alle wurde dort festgestellt. Aber ich finde, das ist doch genauso für die Frage an Dorfbewohner, ob der Dorfladen erhalten werden soll. Dann sagen natürlich fast alle, ohne lange zu überlegen, ja. Und viele kaufen dann doch im großen Supermarkt in der Stadt ein. Zudem fehlt eben in Ihrem Antrag ein entscheidender Punkt, ich habe es schon gesagt, nämlich die Antwort auf die Frage, wie Sie das finanzieren wollen. Und das müssen Sie schon sagen. Die CDU steht für solide und nachhaltig gesicherte Finanzen. Und wir wollen auch das, was wir den Bürgerinnen und Bürgern versprochen halten, einhalten. Wir haben die Solidarität damals eingefordert, und wir haben versprochen, dass wir diesen Solidarbeitrag, wenn er der nicht mehr zugutekommt, dann wir ihn auch wieder abschaffen wollen. Und auch wir wollen eben die Grundrente für die, die bedürftig sind. Auch wir wollen die Verbesserungen bei Hartz IV. Auch wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben müssen und der Zugang zur Bildung für alle möglich sein muss. Und das gerade beratene starke Familiengesetz in Berlin wird mit 1 Milliarde Umfang wichtige Verbesserungen bringen. Dazu stehen wir, und das kann auch solide finanziert werden. Auch wir halten es für erforderlich, die berufliche Weiterbildung zu stärken. Und hier geht Hessen seit Jahren mit dem Hessen-Campus und dem Weiterbildungspakt voran. Digitalisierung macht nämlich nicht nur vor
nicht vor den Ländergrenzen Halt. So wird die Weiterbildung entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sein. Es wird entscheidend dafür sein, wo die Arbeitsplätze in Zukunft angesiedelt werden und ob unser Wohlstand hier in unserem Land gesichert werden kann. Darum streiten wir uns gar nicht. Dann schlagen Sie aber die bedürfnisfreie Grundrente für alle vor. Der Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider hat in der letzten Woche nur von 6 Milliarden € gesprochen. Der DGB spricht alleine für diesen Bereich von 10 Milliarden €. Wie passt das denn zusammen mit der vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz festgestellten Finanzierungslücke von 25 Milliarden €? Und schon werden von linker Seite die ersten Rufe nach Neuverschuldung laut. Meine Damen und Herren, auch auf Bundesebene haben wir uns für die Einhaltung der Schuldenbremse aus gutem Grund verpflichtet. Aber die Einführung der Vermögensteuer wird natürlich auch eingeführt. Sie würde sicherlich vom ersten Tag an beklagt werden. Und deshalb komme ich zu einem ganz wichtigen, mir letzten Punkt, den ich erwähnen möchte. Solidarität, meine Damen und Herren, kann nicht funktionieren, wenn das Prinzip, das schon seit über 70 Jahren die Grundlage unserer Erfolgsgeschichte in unserem Land ist, nämlich Leistung muss sich lohnen, wenn das Prinzip nicht mehr beachtet wird. Solidarität funktioniert nämlich auch in Zeiten der Digitalisierung nur dann, wenn wir Menschen haben, die den Wohlstand mit ihrer Arbeit auch erwirtschaften. Leistung muss sich lohnen. Das ist die entscheidende Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb sind auch die Bedenken unseres Ministerpräsidenten Volker Bouffier an Ihrem Konzept völlig begründet und nicht etwa unterkomplex. Denn Sie wollen genau diese Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft mit Ihrem Konzept aushebeln. Die Abkehr von Fördern und Fordern durch den Verzicht von Sanktionen bei Hartz IV, die drohende Aufhebung des Leistungsprinzips bei der Einführung eines Mindestlohns von 12 €, die Finanzierung der bedingungslosen Grundrente ohne jegliche Bedürftigkeitsprüfung, eine Finanzierung aus Steuern, die der Mittelstand mitfinanzieren muss, und die drohende zusätzliche Belastung der jüngeren Generation zugunsten der Rentner bei einer bereits umkippenden Alterspyramide. Die wird sich noch deutlich weiter verschieben, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Ist das noch der Generationenvertrag, auf den wir in unserem Land so stolz sind? Sie machen doch auf Kosten der jüngeren Generation Versprechen, die Sie nicht umsetzen können, ohne die Axt an die soziale Marktwirtschaft und die Leistungskraft unseres Landes zu legen. Das können wir nicht mittragen, und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank, Frau Abg. Ravensburg. – Als nächster Redner spricht der Abg. Richter, Fraktion der AfD. 10 Minuten. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Entschließungsantrag der SPD ist überschrieben mit ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeitarbeit, Solidarität, Menschlichkeit. Nachfolgend kommt eine Einlassung über die aktuelle Diskussion eines modernen Sozialstaates und Aussagen des hessischen Ministerpräsidenten, der nach Meinung der SPD die Herausforderungen der Zukunft verkennt. Darüber hinaus bringt die SPD noch die Spaltung der Gesellschaft mit hinein. Tatsächlich sind die Herausforderungen unserer modernen Arbeitswelt vielfältig, und es braucht zukunftsfähige Antworten. Die Spaltung unserer Gesellschaft wiederum ist auf politische Fehlentscheidungen zurückzuführen, die auch die SPD mit zu verantworten hat und aktuell versucht, verlorene Wählerschichten über politische Veränderungen zurückzugewinnen, die sie selbst verursacht hat.
Sehr gerne wird aktuell die soziale Marktwirtschaft als Aushängeschild bemüht. Die Wahrheit ist aber, dass wir weiter davon entfernt sind als je zuvor. Wir brauchen nur die SPD-Politik von Gerhard Schröder und der Zeit danach anzuführen, um uns darüber klar zu werden, dass eine Konzentration auf eher größere Unternehmen stattfindet, die den deutschen Mittelstand immer mehr in die Knie zwingt und dabei auf eine Gesetzgebung trifft, die eine Vielzahl an Arbeitnehmern und Kleinunternehmern zur Gewinnmaximierung nutzt und zeitgleich von diesen Unternehmen noch erwartet, den deutschen Staat über Steuermittel zu finanzieren. Das alles, während der steuerliche Gestaltungsspielraum für große Unternehmen durch die Politik geschaffen wurde und einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für eben diese Unternehmen gegenüber den kleinen Unternehmen bringt. Soziale Marktwirtschaft, meine Damen und Herren, sieht dann doch anders aus. Darauf komme ich. Lassen Sie mich bitte meine Rede ausreden. Und da man nicht bereit ist, die uns allen bekannten Grundfehler innerhalb unseres Wirtschafts- und Sozialsystems anzusprechen, auch auf europäischer Ebene nicht, müssen Anträge gestellt werden, die die eigene Politik der Vergangenheit versuchen zu verbessern. Tatsächlich aber ist es Zeichen völligen Versagens der etablierten Parteien und somit auch des Antragstellers der SPD. Es tut mir leid, dies so ausdrücken zu müssen, und wir haben wenig Hoffnung, dass die Selbstreflexion bei Ihnen dazu führt, sich selbst in Verantwortung zu nehmen und nicht andere für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich zu machen. Nun möchte ich die einzelnen Punkte des SPD-Antrags ansprechen. Zu Punkt 1 ist zu sagen, dass dieser Punkt leider nicht im Sozial- und Integrationsausschuss besprochen werden konnte, weil wir am Anfang der Legislaturperiode stehen und die Ausschüsse erst noch tagen werden. Wir hätten dort nachgefragt, wie das Recht auf Weiterbildung durchgesetzt werden soll. Und da dies hier nicht näher beschrieben wurde, enthalten wir uns beim ersten Punkt. Übrigens ist die Bedeutung von beruflicher Bildung, Fort- und Weiterbildung schon immer von äußerster Wichtigkeit und Motor einer innovativen Gesellschaft gewesen. Punkt 2 ist zuzustimmen. Ich hatte bereits ausgeführt, dass die bisherige Politik ja erst dazu geführt hat, dass solch ein Antrag überhaupt gestellt werden muss. Noch dazu in Hauptverantwortung der Partei, der die Antragsteller angehören und die Teil der Regierungskoalition im Bund ist. Fair ist, wenn man Einzahlung mit dem Bezug in Verbindung bringt. Bei Punkt 3 stellt sich die Frage, wie die Bezeichnung neue Instrumente definiert wird, die flexibles Arbeiten ermöglichen und Lücken im Schutz von Arbeitnehmern damit geschlossen werden sollen, und vor allem, wie das gesetzlich umgesetzt werden soll. Es ist Aufgabe der jeweiligen Tarifpartner, hier individuelle Lösungen zu finden, da diese wesentlich flexibler in den jeweiligen Arbeitsbereichen agieren können und dort auch die Expertise existent ist, wie etwas wo umgesetzt werden kann. Die Politik sollte hier möglichst große Rahmen schaffen, damit die Tarifpartner diese nutzen können und individuell auf die jeweiligen Unternehmen zugeschnitten die bestmöglichen Lösungen für alle Beteiligten ausgearbeitet wird. Dies würde sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Gewerkschaften stärken. Der soziale Frieden in Deutschland ist zu einem großen Teil auf die Ausgewogenheit dieser beiden wichtigen Bausteine der Gesellschaft zurückzuführen. Das, meine Damen und Herren, ist Vergangenheit. Dies erneut aufleben zu lassen, wäre ein wichtiger Teil, die Spaltung unserer Gesellschaft aufzulösen und sozialen Frieden in Verbindung mit unternehmerischer Akzeptanz zu gewährleisten. Punkt 4 ist so allgemein gehalten, dass wir hier zustimmen werden. Natürlich ist eine Reform der Grundsicherung zu befürworten. Wenn die SPD etwas verändern möchte, wofür sie selbst die Verantwortung trägt und was definitiv falsch gewesen ist, dann finden wir als AfD das gut. Wir erleben oft genug ältere Arbeitnehmer, die mit Sanktionen belegt werden und die keine Chance mehr auf einen Arbeitsplatz haben und deren Erspartes aufgebraucht wird. Die allgemeine Formulierung in diesem Antrag erlaubt politischen Gestaltungsspielraum, den wir gerne mit nutzen möchten. Bei Punkt 5, also der Herausnahme von Kindern aus dem SGB II, enthalten wir uns. Es ist in den Ausführungen nicht dargestellt, in welcher Form die Regelungen im SGB II ersetzt werden und durch was die Leistungen dann erfolgen. Punkt 6 zeigt erneut auf, dass man versucht, etwas auszugleichen, was nur über die Tarifautonomie auszugleichen ist.
Nicht beschrieben werden Subunternehmer, Kleinstunternehmer und viele mehr, die bereits Probleme haben, überhaupt ihre Versicherung zu bezahlen. Sie haben es allerdings eben angesprochen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Auch über deren Rente muss gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, um Lösungen zu erarbeiten, noch dazu bei der jetzigen Nullzinspolitik. Scheinbar sind auch Zeitverträge und Praktika keine Silbe wert. Gerade hier allerdings ist ein breites Feld zu bearbeiten, welches mehr als nur problematisch ist. Wir lehnen somit diese Erhöhung ab, da sie schlicht populistisch ist und die Politik vielmehr die verantwortlichen Tarifpartner in die Pflicht nehmen muss und zudem die Lohnnebenkosten überhaupt nicht thematisiert werden, die natürlich eine erhebliche Kalkulationsgröße für die Unternehmen darstellt. Die SPD stellt somit eine Forderung, die andere bezahlen müssen, und ist nicht bereit, im Bereich der politischen Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. im steuerlichen Bereich, Veränderungen vorzunehmen, sodass ein niedrigerer Mindestlohn zu einer höheren Kaufkraft führt. Den Hinweis, wie sich Hessen hinsichtlich einer Tarifanbindung verhält, kann ich mir an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wirklich nicht verkneifen. Wir sehen allerdings sehr wohl im Bereich der Rente eine zwingende Notwendigkeit zu handeln, was dann auch sofort zu Punkt 7 überleitet, bei dem wir uns enthalten, da eine gesetzliche Grundrente sehr genau definiert werden muss und wir alle vor einer großen Aufgabe stehen, nämlich unser Rentensystem von Grund auf zu reformieren. Lösbar ist dies nur durch zwei Wege, Umverteilung oder Schaffung von mehr Nettosteuerzahlern. Letzteres muss das Ziel unserer Gesellschaft sein, insbesondere durch Forschung und Technik, welche zu neuen Industriezweigen führen wird. Eine Vielzahl der Probleme unserer Gesellschaft können sich nur auf diese Weise lösen lassen. Und so ist auch die Frage einer zukunftsfähigen Rente davon existenziell abhängig. Schaffen wir nur den Weg über die Umverteilung, lösen wir die Problematik nicht. Und ich denke, dies muss zwingend ins Bewusstsein der Politik gelangen, da ansonsten die Bürger Hoffnungen auf Lösungen haben, die maximal der Zeitgewinnung dienen und nur kurzfristig als Lösung erscheinen. Kurzfristige Lösungen, die auf sozialistische Experimente hinauslaufen, die in der Vergangenheit noch immer gescheitert sind. Zwischen sozial und sozialistisch gibt es einen Unterschied, und den sollten wir auch immer thematisieren. Die in der Vergangenheit noch immer gescheitert sind, bringen keinen sozialen Frieden oder Fortschritt, sondern einen gesamtgesellschaftlichen Rückschritt und eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Wir bitten hier um Einzelabstimmung. Bei einer gesamten Abstimmung lehnen wir den Antrag in Gänze ab. Eins sei noch zu sagen, mit der Mottenkiste ist es nicht ganz so. Man braucht nur nach Venezuela zu schauen, um zu sehen, dass der Sozialismus nicht funktioniert. Das ist keine Mottenkiste, sondern aktuell. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Das ist jetzt der Kollege Pürsün. FDP-Fraktion, bitte sehr. Herr Präsident, wertes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren! Nachdem die SPD in der letzten Plenarwoche die Hallsche Grundrente auf die Tagesordnung gesetzt hat, diskutieren wir heute über einen neuen Sozialstaat. Ich sehe, meine erste Rede hat eine nachhaltige Wirkung gezeigt, und die Ideen der Freien Demokraten breiten sich aus. Die SPD bewegt sich. Auch die CDU hat die FDP zitiert. Sie lebt es aber nicht. Was hat denn die CDU noch mit Marktwirtschaft zu tun? Der Ministerpräsident hat zu den Hallschen Vorschlägen gesagt, dass die SPD die Marktwirtschaft beerdigt. Da hat sich die Kollegin Ravensburg gedacht, oh weh, wenn der Ministerpräsident von Marktwirtschaft spricht, dann muss ich doch einmal bei der FDP nachlesen, was das eigentlich ist. Sie haben ja in weiten Teilen meine Rede von der letzten Plenarwoche hier vorgetragen.
SPD und GRÜNE haben mit der Einführung der Hartz'schen Regeln den Sozialstaat nachhaltig verändert. Grundsätzlich war die Richtung nicht ganz falsch. Wir Freie Demokraten haben damals und heute die falschen und fehlenden Anreize, die Hinzuverdienste und Anrechnungsregeln sowie die ausufernde Bürokratie kritisiert. Ein neuer Sozialstaat ist überfällig. Daher begrüßen wir die Diskussion. Wir sind bereit und haben seit den 90er Jahren die passenden Lösungen parat. Es ist nicht so sehr, wie die SPD sagt, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist, sondern die SPD ist anscheinend bereit, mit neuen Erkenntnissen sich da auch zu bewegen und auch neue Lösungen anzustreben. Wir wollen Chancen eröffnen und den Aufstieg ermöglichen, damit alle selbstbestimmt leben können. Ziel der Politik. Ziel der Politik muss es sein, dass Menschen Sozialhilfe schnellstmöglich wieder hinter sich lassen können. Politik muss also Leitern bauen und nicht Löcher graben oder Hamsterräder bauen. Zu einem neuen Sozialstaat gehören diese Prinzipien: Solidarität mit Bedürftigen, Chance des Aufstiegs für jeden, Bündelung vieler Leistungen in einem liberalen Bürgergeld, lebenslanges Lernen mit Midlife BAföG und modernem Arbeiten, Anreize, die arbeiten, aufsteigen und vorsorgen, unterstützen. Und zuletzt ein nachhaltiges Sozialsystem, das die nachfolgenden Generationen nicht überfordert. Viele Sozialleistungen haben unterschiedliche Regelungen, die sich widersprechen und die Bedürftige überfordern. Wer Menschen in Not eine solche Bürokratie zumutet, hat es nicht verstanden. Wir brauchen einen Staat, der es einfach macht, sodass man nicht für jede Leistung, für jede einzelne Leistung zu einem anderen Amt, an einem anderen Ort, in unterschiedlichen Abständen und mit unterschiedlichen Regeln gehen muss. Außer Kompetenzegoismus gibt es keine Erklärung für diese bürgerfeindliche Organisation der Sozialleistung. Bei der Umsetzung eines liberalen Bürgergeldes bietet sich unser Kinderchancengeld als Startpunkt an. Wir wollen zuerst alle Leistungen für Kinder bündeln. Die Hoffnung, im bestehenden SGB-System Kindern und Jugendlichen den Aufstieg zu ermöglichen, hat sich leider nicht erfüllt. Für uns Freie Demokraten ist Bildung das A und O, um ein eigenständiges Leben ohne Sozialhilfe zu ermöglichen und den Kreislauf des vererbten Sozialhilfebezugs zu durchbrechen. Das Bildungsangebot muss heute von der frühkindlichen über die berufliche Bildung bis hin zu den Möglichkeiten und Erfordernissen des lebenslangen Lernens gedacht und konzipiert werden. Wir wollen deshalb ein digitales Freiraumkonto für Erwachsene einrichten, ein Midlife BAföG, sodass sich jeder fortbilden kann, bevor ihn negative Veränderungen treffen. Es ist fatal, dass Mehrarbeit im Sozialsystem oft nicht belohnt, sondern bestraft wird. Das ist unfair. Deshalb müssen Hinzuverdienstgrenzen auch angehoben werden. Denn wer arbeitet, soll auch spürbar mehr in der Tasche haben. Das verstehen wir unter Gerechtigkeit. Die derzeitigen Zuverdienstregeln sind kontraproduktiv und demotivieren, weil ohnehin nichts übrig bleibt. Nach Berechnungen des Münchner IFO-Instituts ist etwa bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern das Einkommen zwischen 1.500 und 2.300 € eine sogenannte Todeszone. Liegt das Einkommen in diesem Bereich, lohnt es sich für die Alleinerziehende nicht, mehr zu arbeiten. Ich hoffe, wir sind uns darin einig, dass hier dringend etwas geändert werden muss. Es muss belohnt und nicht bestraft werden, wenn sich Menschen anstrengen, um aus eigener Kraft weiterzukommen. Zurzeit haben wir die Situation, dass ein Empfänger von Arbeitslosengeld II nur einen Grundfreibetrag von 100 € hat. Alles, was darüber hinausgeht, muss mit der Transferleistung verrechnet werden und wird fast vollständig aufgefressen. Wer zwischen 100 und 1.000 € hinzuverdient, erhält 80% weniger Leistung aus Hartz IV. Das heißt, von 1.000 € Arbeitslohn bleiben dann nur 280 € übrig. Dies führt dazu, dass Teilzeitarbeit gar nicht angenommen wird, weil es sich nicht lohnt. Auf diese Weise bleibt natürlich dann der erhoffte Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt aus. Im Vordergrund darf nicht stehen, wer wie lange wie viel Geld erhalten soll, sondern ob wir genug dafür tun, damit niemand lange auf Sozialhilfe angewiesen ist.
Bisher müssen Ersparnisse weitestgehend aufgebraucht werden, bevor die staatliche Sicherung greift. Auch hier sind wir der Ansicht, dass derjenige, der gespart und vorgesorgt hat, nicht mit demjenigen in einer Notlage gleichgestellt werden darf, der dies nicht getan hat. Deshalb wollen wir das Schonvermögen deutlich erhöhen. Jeder Leistungsbezug birgt auch die Gefahr, in sich missbraucht zu werden. Sanktionen muss es deshalb weiterhin geben. Sie sind aber kein Selbstzweck. Es muss einen Hilfeplan geben, der aus der Sanktion herausführt. Insbesondere bei jungen Menschen, die vielleicht noch mit den Eltern zusammenleben, muss man Instrumente haben, die Mitarbeit sicherstellen. Nur Inflationsgesellschaften drucken sich das Geld für die Ausgaben. Wer Geld ausgibt, muss behutsam prüfen, wen er belastet. Nachfolgende Generationen dürfen nicht für Ausgaben von heute überfordert werden. Wichtiger als das Steigern von Ausgaben ist es, die Probleme mit dem Sozialleistungsbezug zu lösen. Nicht ein langer Bezug ist sozial, sondern eine rasche Hilfe zur Selbstbestimmung. Es ist für uns Liberale natürlich sehr befremdlich, hier zu hören, was über den Solidarzuschlag gesagt wurde. Wie kann es sein, dass eine vorübergehende Aufgabe mit einer dauerhaften Abgabe finanziert wird? Es kann doch nicht sein, dass die Politik sich zwingen lassen will, vom Bundesverfassungsgericht hier gestoppt zu werden. Es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Politik, dass wir handeln, dass wir das tun, was wir versprochen haben. Und es ist natürlich abenteuerlich, wenn gerade die CDU über den Solidaritätszuschlag hier spricht. Die CDU hat es schon tausendmal beschlossen. Und immer, wenn es im Parlament zur Abstimmung kam, haben sie dagegen gestimmt. Teilweise lagen dazwischen. Teilweise lagen ja nicht mal 48 Stunden dazwischen, also unglaubwürdiger. Also, es gibt wahrscheinlich keine unglaubwürdigere Position als die CDU, die sie da hat. Und das dann in diesem Zusammenhang anzusprechen, finde ich sehr mutig. Lohnuntergrenzen sind notwendig. Mindestlöhne funktionieren aber nur dann, wenn eine unabhängige Kommission aus Tarifpartnern über die Höhe entscheidet. Wenn der Mindestlohn in einem Wettbewerb zwischen SPD und Linkspartei entschieden wird, macht das Menschen arbeitslos. Das beseitigt nicht, das schafft Altersarmut. Wir brauchen in der modernen, ja, aber nicht zwischen euch beiden. Wir brauchen in der modernen. Ich komme hier gleich mit der. Also, genau, ich muss jetzt leider abkürzen, weil die Redezeit ausläuft. Ich will ja nicht überziehen, aber vielleicht gibt es noch eine zweite Runde. Also, es ist erfreulich, dass die SPD von dem 35-Jahre-Fallbeil der Hallschen Grundrente abzugehen scheint. Das Bundesverfassungsgericht würde eine solche Ungerechtigkeit sowieso kippen. Aber auch die Zahlen des Hallschen Beispiels der Friseurin waren falsch. Das haben Schnellschüsse so an sich. In unserem Sozialstaat gibt es noch weitere Baustellen. Es ist weit mehr anzupacken als nur das, was die SPD in ihrem Antrag thematisiert. Wir werben für unsere Ideen. Der von der SPD vorgelegte Entschließungsantrag enthält durchaus Elemente, die unseren Vorstellungen folgen. Daher können wir auch 4 der 7 Punkte des Antrags zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die SPD entdeckt den Sozialstaat wieder. Das freut mich sehr. Und die Diskussion jetzt hat deutlich gemacht, wir müssen ganz intensiv über den Sozialstaat diskutieren. Es existieren ganz unterschiedliche Gerüchte darüber, was das ist. Und spaßeshalber habe ich gerade schon gesagt, das wäre doch mal ein Thema für eine Enquetekommission. Ich biete es euch an. Ich denke, gut ist, wenn man den wieder entdeckt, weil besser spät als nie. Nur fürchte ich, dass dieser Selbstfindungsprozess der SPD eventuell dann doch zu spät sein könnte.
Eigentlich wäre der Zeitpunkt damals vor 15 Jahren gewesen. Mit der Agenda 2010 wurde eine würdige Absicherung von Arbeitslosen beerdigt und der Arbeitsmarkt gnadenlos liberalisiert. Ich denke, jetzt wieder dazu zu kommen und zu sagen, man muss es jetzt wieder ändern, ist eigentlich eine sehr späte Erkenntnis. Aber auch späte Erkenntnisse wollen wir gerne auch nutzen. Deswegen habe ich mir das Papier, das die Bundes-SPD vorgelegt hat und das hier in Kurzform als Entschließung präsentiert wird, natürlich schon sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Ich war auch erstaunt. Die SPD hat Dinge gefordert, wie den gesetzlichen Mindestlohn von 12 €, die vor zwei Jahren, als wir im Bundestagswahlkampf waren, noch die SPD im Bundestag dagegen gestimmt hat. Aber das ist ja nichts Neues. 2002 hat die PDS, unsere Vorgängerpartei, den flächendeckenden und allgemeinverbindlichen Mindestlohn beantragt. Die SPD hat dagegen gestimmt. 2009 kam der Sinneswandel, und dann gab es noch einmal sechs Jahre, bis ein Mindestlohn kam, der aber auch bei Weitem nicht existenzsichernd war und bis heute nicht ist. Man könnte, es wurde ja schon gesagt, es gibt da einen Konkurrenz, sicher einen guten Wettbewerb, dass einiges von der LINKEN abgeschrieben worden ist. Aber, liebe SPD, das mit dem Abschreiben ist so eine Sache. Wer nur die Hälfte abschreibt und dann auch noch Fehler hineinschreibt, bekommt am Schluss keine Eins. Ich will das ganz konkret am Beispiel Hartz IV verdeutlichen. Andrea Nahles behauptet in der Pressekonferenz tatsächlich, wir können mit Fug und Recht sagen, wir lassen Hartz IV hinter uns, wir ersetzen es nicht nur dem Namen nach. Da muss sie ein anderes Papier vorliegen haben als das, was ich jetzt gefunden habe. Was ist das, was die Menschen gegen Hartz IV seit 15 Jahren aufbringen? Und da muss ich sagen, Leute, redet doch einmal mit Menschen, die Hartz IV-Leistungen bekommen. Ich habe bei allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern den Eindruck gehabt, dass keiner mit ihnen wirklich auch ins Gespräch und in den Kontakt kommt. Der Bedarfssatz ist nach Einschätzung aller Sozialverbände und aller Beteiligten natürlich weit unter dem Existenzminimum. Wir haben ein Sanktionsregime, das die Menschen in absolute Existenznot und auch in die Obdachlosigkeit treibt. Wir haben einen Umgang mit Betroffenen von Langzeitarbeitslosen, der die Würde dieser Menschen grundsätzlich infrage stellt. Und wir haben ein bürokratisches Monstrum, das zu einer der höchsten Fehlerquoten führt und eine massive Überbelastung in der Sozialgerichtsbarkeit zur Folge hat. Und das alles mit dem Ziel, wie es Gerhard Schröder damals voller Stolz beschrieben hat, den größten Niedriglohnsektor Europas zu schaffen. Menschen müssen voller Angst jeden Job annehmen, egal ob er ihre Qualifikation entwertet oder die Existenz ihrer Familien sichert. Die Wirtschaft dankt es Ihnen im Übrigen. Sie dankt Ihnen, dass heute Millionen Menschen Aufstocker und Aufstockerinnen sind und somit die Niedriglöhne subventioniert werden. Ich denke, Sie kriegen entsprechende Spenden auch aus diesen Kreisen. Das ist staatlich organisierte Lohndruckerei, nichts anderes. Aber was lässt die SPD jetzt tatsächlich hinter sich? Schauen wir uns einmal das Papier an. Wir finden kein Wort, auch in dem Entschließungsantrag nicht, den wir uns heute auch nur enthalten können, wir finden kein Wort zu den prinzipiellen Erhöhungen der Bedarfssätze. Selbst bei der angekündigten Kindergrundsicherung, die fordern wir auch schon lange, wissen Sie nicht einmal, wie hoch sie sein könnte, obwohl Wohlfahrtsverbände das schon lange berechnet haben, dass es eine sozialgerechte Kindergrundsicherung ca. 628 € im Monat betragen soll. Das steht auch schon in unserem Bundestagswahlprogramm. Wie sieht es mit den Menschen aus, die aufstocken müssen? Die Menschen sollen jetzt künftig nicht mehr vom Jobcenter, sondern von der Agentur für Arbeit betreut werden. Was das den Leuten hilft, das glaube ich nicht. Auch aus meiner eigenen Erfahrung ist mir das völlig schleierhaft.
Aber wie man das Aufstocken tatsächlich überwindet, diese Erkenntnis, diese Aussage fehlt mir. Alleine bei mir im Kreis Groß-Gerau haben wir 1600 Personen im SGB-II-Bezug, die trotz Vollerwerbstätigkeit, Vollzeiterwerbstätigkeit aufstocken müssen. Das sind 12% aller erwerbsfähigen Leistungsbezieher. Wir haben hier gar keine Arbeitslosen-Thematik mehr. Wir haben eine Armutsverwaltung, und wir haben eine Verwaltung und eine Unterstützung von Niedriglöhnen, und das ist skandalös. Aber schauen wir auch auf die Sanktionen. Wir haben ja gerade die Situation, dass das vom Bundesverfassungsgericht ist. Es gibt genügend sozialwissenschaftliche Studien. Aber die SPD will jetzt ein paar streichen, aber generell daran festhalten. Das wollen Sie ja auch irgendwie alles sein. Das ist aber keine Abkehr von Hartz IV. Tut mir leid. Die Sanktionen müssen grundsätzlich und restlos abgeschafft werden. Ich will nur sagen, der Verein Tacheles hat eine Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht erarbeitet. Die haben eine Online-Befragung gemacht. Die war nur 11 Tage freigeschaltet. An dieser Befragung haben 21.166 Menschen zu den Folgen und Wirkungen von Hartz IV, von den Sanktionen, haben sich daran beteiligt. Zu der Frage, ob Sanktionen dazu beitragen, dass Hartz-IV-Empfänger dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden, haben 93% der Betroffenen diese Aussage abgelehnt. Aber auch mehr als die Hälfte der Jobcenter-Mitarbeiter, die sich daran beteiligt haben, haben diese Aussage abgelehnt. Also auch die Jobcenter-Mitarbeiter wissen, dass diese Sanktionen keine sinnvolle Maßnahme sind. Und es gibt, Sie können das gerne nachlesen, ich würde das eigentlich jedem als Pflichtlektüre empfehlen. Es gibt eine ganze Menge von Stellungnahmen, persönlichen Stellungnahmen. Ich habe jetzt nur mal eine aus diesen 1067 Seiten herausgesucht. Eine Stellungnahme einer Frau. Die Sanktionen haben meine Tochter 5 Jahre und mich hart getroffen. Wir haben unsere Wohnung verloren und wochenlang kein soziales und menschenwürdiges Leben geführt. Das muss aufhören. Das hat nicht nur uns, das bringt viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in große Schwierigkeiten. Das ist das, was Sie mit diesen Sanktionen anrichten. Das heißt, Sie wollen schlanke, verständliche und transparente Antragsverfahren. Seit mehr als 5 Jahren liegt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wieder durchgängig in sozialdemokratischen Händen. Wo bleibt da Ihre Initiative? Ich weiß, dass der Formularwahnsinn in den Jobcentern keinen Deut besser geworden ist. Schauen Sie sich einmal an, ein Beispiel, das ich vor Kurzem hatte, dass ein Selbstständiger aufstocken muss, was der alles über sich ergehen muss. Da ächzen Betreuer, Anwälte, Steuerberater und alle anderen, die Unterstützung leisten, in einem einzigen Fall und sind nicht in der Lage, die geforderten Unterlagen vom Jobcenter geforderten Unterlagen tatsächlich alle vorzulegen, damit dieser Mensch, der jetzt seit 4 Monaten ohne Geldleistungen ist, überhaupt eine Chance hat, eine Geldleistung vom Jobcenter zu bekommen. Kein Betroffener kann das überhaupt noch alleine tun. Hier wäre es notwendig, dass vonseiten der Bundesregierung dringend Taten gesprochen werden. Diese würde ich gerne von der SPD hören und sehen. Und an diesen Taten werden Sie dann auch gemessen werden, nicht nur an den hehren Worten, ob das jetzt Grundrente oder Sozialstaatsentwurf ist. Mit der Dauerbindung an die CDU, CSU wird davon nichts Realität werden. Ich würde mich ja freuen, wenn es auch geringfügige Fortschritte geben würde. Die brauchen wir dringend. Aber ich habe die Bedenken, dass wir davon weit entfernt sind. Und deswegen meine Bitte an Sie. Also, Sie haben ja auch immer die Jubelanträge von Schwarz-Grün hier im Landtag gemeinsam mit uns kritisiert. Aber solche Anträge, in denen zwar nette Dinge teilweise drin sind, die wir aber auch nicht hier auf der Landesebene entscheiden können, bitte jubeln Sie bitte Ihren Gremien, Ihren vorgesetzten Gremien auf anderer Ebene zu. Ich denke, hier in Hessen wäre es notwendig, klare Maßnahmen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Schön, ich bin auch gleich im Schluss.
Ich denke, statt hier wirkungslose Entscheidungen zu machen, wir brauchen tatsächlich Maßnahmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf unserer Seite sind, um eine bedarfsorientierte, sanktionsfreie Grundsicherung im Bund zu organisieren und uns dabei zu unterstützen. Vielen Dank.